So, der Mopane-Wurm, Conimbrasia sambesina, oder wie bei den Lalas genannt Mumpa. Da ist, glaube ich, die Zeit gekommen, um für die Verpuppung etwas vorzubereiten. Zuerst möchte ich jetzt aber mal nochmals nachzählen und nachschauen, wie groß die Tiere jetzt geworden sind. Ich nehme mal an, dass die jetzt nochmals ein bisschen zugelegt haben, aber doch jetzt dann langsam auf die Verpuppung zugehen. Da sieht man schon die ersten. Lustigerweise auch jetzt noch im reifen L5-Stadium sind die immer noch zusammen. Meist, wenn sie können, zusammen an einem Ast zu sehen. Hier nochmals wunderschön das Bild dieser Raupe mit den weißen und gelben Punkten. Und da drüben, ich glaube, da sind sogar noch größere dran. Die hatten jetzt natürlich Mühe, richtig schön grünes Futter zu finden. Hier sieht man jetzt eindeutig, das ist jetzt eine schöne Gruppe. Zu oberst an einem solchen Ästchen, wo noch ein bisschen grünes Material ist, turnen die da zu dritt herum und fressen also da gemeinsam jetzt an diesen letzten grünen Eichenblättern, die ich noch ergattern konnte. Hier noch eine Totalaufnahme von dieser schönen Gruppe dieser afrikanischen Saturnidenart. Ja, wir mal schauen, wo die Tiere jetzt geblieben sind. In wenigen Minuten haben wir dann den Überblick. So, jetzt geht's mal aufs Zählen zu. Das ist mal eine, Nummer 1 hier. 2, 3. Das ist jetzt noch eine eher kleinere. Mal schauen, ob die noch schafft bis zur Verpuppung. Das ist 3. Hier ist Nummer 4, sehr schön groß. Nummer 5, 6, 7. Nummer 8. Eine ist verstorben, das ist die hier. Die ist vertrocknet oder die ist gestorben jetzt hier. Das heißt, wir haben nur noch 8 Raupen im Moment. Ja, das nimmt immer mehr ab und es wird natürlich jetzt immer schwieriger, die dazu zu bringen, dann noch Nachkommen zu erzeugen. Ich bereite jetzt schon mal etwas vor. Ich habe das hier schon gemacht in diesem Aerarium. Kann man das ein bisschen sehen, wie ich das gemacht habe. Da unten hat es Erde drin mit ein paar so Baumstücken, an denen die Raupen dann vielleicht da runterkriechen können, um sich da unten zu verpuppen. Die Conimbrasia sind ja Saturniden, die keinen Kokon machen, sondern sich im Boden eigentlich ohne große Puppenwiege verpuppen. Ich bereite dazu so ein bisschen Erdmaterial vor, lockeres, das atmen kann auch, dass ich da auf den Boden schütte und dann nachher obendrauf dann ein bisschen trockenes Laub. Aber in die Ecke stelle ich jetzt hier noch diese Flasche mit einem neuen Zweig, dem letzten wahrscheinlich, den ich jetzt dieses Jahr hier finde. Und ich hoffe, und das ist jetzt wirklich die einzige Hoffnung, dass jetzt die Tiere dann nachher in die Verpuppung gehen. Ich habe auch das Gefühl, dass sie da schon ein bisschen herumwandern. Ich mache jetzt da oben mal noch diese Blätter drauf und dann vielleicht gerade die Äste, die setze ich natürlich jetzt wieder da oben drauf. Das heißt, jetzt hat hier unten in dieser Kiste, wenn ich jetzt die auch noch da versorge, sind vier solche Kisten drin. Mit diesem Erdsubstrat, wenn die Tiere dann von da oben fertig gegessen haben und runtergehen, dann können sie sich dann hier in diesem Bereich verpuppen. Da rennt eine schon weg. Ich habe schon vorher gemerkt, diese Raupe ist ziemlich hart jetzt geworden. Ich werde mal schauen, ob ich die da unten einfach auf ein solches Blatt setze. Ich habe nämlich das Gefühl, dass die jetzt schon Richtung Verpuppung geht und jetzt noch einen schönen Platz sucht, um sich dann in die Puppenruhe zu begeben. Die anderen, die setze ich einfach jetzt da oben auf. Die sind wirklich prächtig geworden.
Nun sind sie auch schon wieder ein Stück größer. Das heißt, die sind jetzt also schon fast 10 cm lang. Man müsste mal noch ein bisschen genauer nachmessen, wenn ich weiß, wo dieser Maßstab ist hier drin. Ja. Ja, die ist 8 cm lang. Die sieht auch hübsch aus. Oben drauf, dann hoffe ich, dass sie jetzt da noch kräftig futtern, bis sie dann genügend gegessen haben und dann in die Verpuppungsruhe gehen können. Wirklich prächtige Tiere, auch schon schön dick geworden. Ja. Mumpa heißen ja die im Lala-Dialekt. Im Norden von Sambia. Ich habe dann da nachgeschaut, noch im Buch von Paul Latham. Der war ja im Bakongo, also im Kongo, früher auch Zaire unterwegs, hat da eine schöne Arbeit gemacht über die verschiedenen Raupen, die da gegessen werden und über die verschiedenen Namen, die die Leute diesen Raupen da geben. Diesen Plan habe ich noch mitgebracht. Das ist diese Artenübersicht, eine Weltkarte, auf der man sieht, wie viele Arten von Insekten weltweit wo gegessen werden. Da sieht man den Schwerpunkt natürlich da in China, Indien, Südamerika, Mexiko, aber auch hier in der Mitte, südlichen Mitte von Afrika. Und ich habe dann Paul van Tomme gefragt, warum es denn da solche Spots gibt, wo mehr gegessen werden. Dann hat er gesagt, ja, das hätte gar nichts zu tun mit der effektiven Artenzahl, die da gegessen wird, sondern hätte nur damit zu tun, dass gewisse Leute da unten geforscht haben. Und dieser ganze Bereich hier, dass hier überall die Artenzahl relativ hoch ist, dass man hier von über 200 Arten weiß, die gegessen werden, das hat vor allem mit diesem Paul Latham zu tun, denn er hat diese Arbeit gemacht, zu forschen, wie diese Tiere heißen in den Dialekten der Eingeborenen und welche Arten das sein könnten, nach welchen Bäumen sie essen und so weiter. Interessanterweise, die Leute, die da von Bäumen ihre Raupen ernten, die markieren diese Bäume zum Teil als ihr Eigentum. Das ist zwar Wild, das eigentlich gejagt wird sozusagen im freien Wald, im allgemeinen Wald. Diese Kreuze bedeuten, dass da die Raupen von Imbrasia obscura drauf leben und dass sie jemandem gehören. Da sieht man auch, dass dieses Kreuz hier ist schon ein bisschen älter, schon überwuchert. Das sind eher neuere, das ist ein neueres Kreuz, das ist auch noch ein bisschen ein älteres. Das zeigt, dass diese Gonimbrasias hier offenbar schon in mehreren Generationen vorkommen oder darauf gesetzt wurden, auf diese Bäume. Auch hier hinten hat da nochmal ein interessantes Bild. Es müssen nicht unbedingt Kreuze sein, sondern oft macht man dann, um die Besitzverhältnisse anzuzeigen, irgendwelche Dekorationen mit Amuletten oder mit irgendwelchen Fetischen dran, um diesen Baum zu schützen. Nicht nur vor dem Diebstahl anderer Leute, sondern auch von Unbilden, die sich da ergeben könnten, Wetter, Fressfeinde und so weiter. Ja, das in dem Buch hat natürlich sehr viele interessante Hinweise für uns, die sich interessieren für die Entomophagie. Hier bei diesen Leuten im Bakongo heißen die meisten Imbrasia-Arten, auch Gonimbrasia-Arten, heißen da Minsendi. Hier sieht man zum Beispiel eine solche Gonimbrasia-Art oder hier auch ganz typisch mit diesen Punkten. Und da wieder, und da sind typische Imbrasia-Arten, die heißen jetzt in diesem Dialekt hier Minsendi. Ja, wir wollen schauen, was passiert. Über das Buch übrigens dann mehrmal in einem separaten Beitrag über Paul Latham. Wenn wir Glück haben, können wir auch mal ein Interview mit ihm machen in Schottland, wo er im Moment im Ruhestand lebt. Ja, jetzt hoffen wir, dass die Raupen hier sich gut unterhalten. Hier sieht man bereits, dass eine Raupe jetzt hier bereits unten in diesem Material angekommen ist. Ich habe sie ja vorher da drauf gesetzt. Jetzt wird sie wahrscheinlich da unten einen Ort suchen, um sich zu verpuppen. Ich werde sie jetzt aber vorsichtshalber mal doch nochmal draufsetzen, damit sie nicht, wenn sie einfach zufällig jetzt nochmal drunter gefallen ist, dann da unten vertrocknet, wenn sie doch noch nicht sich verpuppen möchte. Sie werden es als Erste wissen, was geschieht, wenn Sie den Kanal abonnieren. Ich würde mich freuen. Danke fürs Zuschauen.